mir noch an. Die hat ich noch nie gemacht. Das ist gar nicht Glas. Oder? Doch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus meinem Alltag. Ich bin gerade frisch nach Hause gekommen. Es ist jetzt 3:45 Uhr. Man sieht, der Teppich ist nicht mehr da. Ich habe ihn entsorgt. Das hat mich aber wahnsinnig gemacht, diese mega Flecken. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser aussieht. Sieht irgendwie total kahl aus. Auch für den Winter oder Herbst recht ungemütlich. Vielleicht finde ich ja da noch eine andere Lösung, eine günstigere, weil dieser Teppich, in diesem war ich ja so verliebt, auch in den anderen. Aber mit dem Hund geht es leider nicht. Dadurch, dass ja unser Hund leider inkontinent ist, also ab und an mal, ja, irgendwo hinmacht, ja, war das halt immer so total unhygienisch. Vielleicht finde ich ja eine Lösung, wo ich einen günstigeren Teppich herkriege, der da hinpasst. Ansonsten lasse ich das jetzt erst einmal so. Was habe ich denn heute für euch? Ich habe heute schönen Alltag. Ich bin heute Morgen, also wie jeden Tag, zeitig aufgestanden. Das heißt, ich habe, glaube ich, ein bisschen länger geschlafen, so 6:45 Uhr. Mein Freund hat heute die anderen beiden Kinder weggebracht und auch das Frühstück gemacht, weil ich so kaputt war von der Nacht mit Ella. Also wirklich so richtig fertig. Ella ist ja schon recht krank. Und ich schlafe mit ihr zusammen in unserem Schlafzimmer. Dadurch, dass ja dieser Warmluftfeuchter da steht. Und sie ist so unruhig im Schlafen, dass ich da ständig wach werde und dann manchmal auch nicht mehr den Schlaf finde. Dementsprechend war ich auch dann heute Morgen recht müde. Auf jeden Fall habe ich aber schon eigentlich viel gemacht. Also so das, der typische Ablauf. Haushalt fertig machen, Kind fertig machen, frühstücken. Und dann bin ich mit ihr losgefahren, einkaufen. Sie wollte auch unbedingt einkaufen fahren. Sie hat schon geweint, dass ich nicht mit ihr losgefahren bin. Und ich dachte erst, ich lege sie hin, weil sie so quengelig war. Und dann wollte sie aber abrupt. Und als ich gesagt habe, soll ich dich hinlegen? Nein, sie will einkaufen, hat sie dann gesagt. Also bin ich mit ihr los und ja, ich zeige euch jetzt mal meine Ausbeute. Ich dachte, dass es vielleicht ganz spannend ist diesmal. Also ich war bei Action noch schnell, da wollte ich eigentlich Sachen holen, die ich nicht gefunden habe. Dann wollte ich unbedingt zu DM, da habe ich auch richtig coole Sachen gefunden. Und dann noch normal Lebensmittel einkaufen. Und ich war noch bei TK Maxx, weil ich nämlich da schon ein paar Weihnachtsgeschenke gesichtet habe. Die habe ich dann noch einmal mitgenommen. Ja, also vielleicht für alle etwas dabei. Ja, meine Kinder sind jetzt gerade unten, die bringen den Müll runter. Also Felix hat einmal den Müll runtergebracht und Lias geht jetzt mit Emilchen runter. Und jetzt ist der Tag schon wieder fast rum. Also ich habe dann noch die anderen beiden Kinder abgeholt. Und das war's. Also ich habe wirklich und immer konsequent irgendwas gemacht. Ich glaube, so geht's vielen. Geht's euch da auch so? Ich hoffe doch. Und jetzt habe ich sie nochmal hingelegt. Ich hoffe, dass sie jetzt einmal schläft. Und dann werde ich schnell meinen Einkauf auspacken und mich dann mit den anderen beiden beschäftigen. Dann habe ich nämlich noch was Cooles bestellt für die Schule oder beziehungsweise für die Vorschule, weil Felix ist da so wissbegierig. Ich habe auch vorhin zu ihm im Auto gesagt, jetzt zähl doch mal bis 100, hat er locker hingekriegt. Also er ist ja jetzt gerade 5 geworden und es hat ihm jetzt keiner großartig beigebracht. Er hat das wahrscheinlich einfach so aufgeschnappt. Wir haben zwar mal gesagt, zähl mal bis 10, zähl mal bis 20, aber es ist jetzt nicht so, dass wir Eltern sind, die da immer dahinter stehen und sagen, jetzt machst du das oder du zählst jetzt bis dann und dann, sondern es ist ja auch immer so Eigeninitiative. Wenn die Kinder das möchten, dann fördern wir das. Ansonsten kann man das natürlich unterstützen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das extrem erzwingen. Also gar nicht erzwingen, ja. Aber das war ja bei dir schon so und die Kinder sehen das ja auch, wenn sie größere Geschwister haben. Und da habe ich was richtig Cooles bestellt und ich zeige euch jetzt mal meinen Einkauf, genau. Ich habe gestern und heute übrigens mit Ella hier noch gespielt, einfach mal den Zug hier aufgebaut. Der fährt aber nicht mehr richtig, da habe ich auch die Batterien ausgetauscht, aber sie schläft immer noch nicht. Ja, so, mein Kind schläft jetzt, ich muss mich doch dann irgendwie. Und jetzt zeige ich den Einkauf, der... Der Lebensmitteleinkauf ist wahrscheinlich schon geschmolzen. Ich gehe vorher nochmal zu meinen anderen Kindern. Story of my life. Einkauf. Also, ja, es ist nicht. Fein! Wirklich? Gut. Guck mal, wie ich das gut mache. Ja, das ist das, was ich eben erzählt habe. Bin schon bei Seite 10. Zeig mal. Und ich mach gleich Darf ich das mal kurz haben? Ich werde das mal zeigen. Und zwar habe ich hier immer dieses Übungsheft Lesen bestellt von dem Verlag Mildenberger. Da habe ich schon von Mathe Hefte bestellt. Und jetzt geht es um das Leseverständnis, Texte verstehen. Ja, hier, okay. Bis da. Und bei Felix
habe ich so ein Paket gekauft, auch von diesem Verlag, mit Max Murmel durch das Vorschuljahr. Und da gibt es dann auch noch Deutsch und Mathe für die Vorschule. Ja. Ich möchte zum Schluss, wenn ich es schaffe. Hier. Und zwar sehen die so aus. Also das ist einmal das kleine Übungsheft für Deutsch. Für mich? Ja, da kann man so Schwungübungen machen, Bilder, Geschichten, zusammengesetzte Wörter. Oh, und dann sammelt man da ja kleine Sticker und dann ergibt das hinten so ein schönes Bild. Findest du das gut? Schon 10, könnte ja. Ich jetzt schon auch. Wo sind die Sticker? Die sind in der Mitte. Und das ist hier Mathe. Mama, ich mach bis hierhin, okay? Ja. Kannst du mir Seite sagen, welche Seite? Und das hier ist dieses Übungshefte Lesen Nummer 3, also für die dritte Klasse. Und schaut mal, das ist richtig so mit Spuk und Grusel und Zauberern. Also das finde ich richtig gut. Ich habe jetzt einmal das für die zweite Klasse bestellt, um das aufzubauen, um dann in die dritte Klasse überzugehen. Da sind meine Kinder auch schon beschäftigt. Das ist gut, dann kann ich den Einkauf auspacken. Das A und O einer jeden Mutter ist immer gut vorbereitet zu sein. Das heißt, wenn man weiß, man holt seine Kinder ab, ist es immer gut, schon das Essen parat zu haben oder irgendwas schon mitzunehmen, weil es ja immer so ist, dass die Kinder Hunger haben. Ja, dass man immer schon einen Schritt weiter denkt als die Kinder, dann hat man diesen Schritt, diesen mega Stress nicht. Natürlich klappt das nicht immer, aber so mal als kleinen Tipp. So wie immer aus meiner Küche zeige ich euch jetzt mal meinen Food Haul. Und ich war bei Lidl einkaufen, habe 61 Euro bezahlt, aber auch nur deswegen, weil ich neue Wischaufsätze für meinen Vileda Wischmopp gekauft habe. Die habe ich ja sonst nicht gefunden. Muss jetzt sagen. Also fangen wir mal ganz gemischt an. Ich habe einmal Actimel, sogar XXL. Ich weiß jetzt leider nicht, wie toll das war, aber das ist die Kinderversion. Meine Kinder lieben das. Ich kriege das ab und zu mal mit. Ich glaube, das habe ich schon öfters mal gezeigt. Dann habe ich mir einmal Lachs geholt und zwar so in Portionen. Ich habe mir gedacht, dass ich dann Meal Prep mache. Das heißt, ich werde dann so, ja, das einmal vorbereiten. 1, 2, 3, 4 sind da drin. Und dann kann ich mir 4 Portionen machen. Dazu zum Beispiel Spinat oder Ei oder halt Gemüse. Genau, Gemüse habe ich auch gekauft. Oder was war es denn noch? Pellkartoffeln mit Spinat und fettarmer Speck stand noch auf meiner Liste. Wo ist der? Hier. Hier ist der. Der Speck, der wird dann angebracht mit Ei, Spinat und Pellkartoffeln. Auch lecker. Dann habe ich hier einmal solche, ich wollte eigentlich zum Mittag was Schnelles machen, aber es ist ja leider nicht so gekommen. Dann habe ich einmal diese Soßen hier mitgenommen. Und dann habe ich kleine Klößchen mitgenommen. Die wollte ich jetzt eigentlich heute machen für Ella, weil sie hier zurzeit so schlecht ist, dass ich irgendwas holen musste, was sie vielleicht begeistert. Ja, deswegen habe ich die Klößchen mitgenommen. Ich glaube, die sind ganz lecker. Also ich hatte die schon mal so ähnlich. Dann einmal ganz normal Himbeeren, dann Heidelbeeren, dann Weintrauben, also nichts Spektakuläres. Dann haben wir hier einmal Tomaten. Dann habe ich einmal Eier geholt. Also wirklich nichts Aufregendes. Und dann habe ich das hier entdeckt. Das fand ich richtig cool. Ist jetzt natürlich nicht super gesund, aber für die Brotbüffel in der Schule, im Kindergarten dürfen sie das ja nicht. Und dann mache ich immer so als kleine Überraschung, nicht jeden Tag, aber mal was Süßes rein. Und das sind 6 Crepes gefüllt mit Heidelbeerkonfitüre, einzeln verpackt. Ja, also perfekt, um mitzugeben. Kann man natürlich auch selber machen, aber ich sage es euch ganz ehrlich, habe ich die Zeit leider nicht dazu. Und so als kleines zwischendurch. Das war nicht schlecht. So, dann habe ich 2-mal Bio-Butter mitgenommen. Ich hätte ja auch gerne wieder meinen Aufstrich vom letzten Mal gekauft, aber den gibt es nur im Kaufland, den gab es da nicht. Deswegen habe ich jetzt das mitgenommen. Muss ich da nochmal extra hinbuchen. Irgendwie ist es immer so, dass man bei dem einen Land das kauft, bei dem anderen das. Aber meistens bestelle ich ja bei Rewe, aber da gibt es das auch nicht. Soweit ich weiß, ich glaube nicht. Dann habe ich einmal Bio-Kaisergemüse mitgenommen für meinen Meal Prep. Muss ich ja dann auch demnächst machen, damit das nicht schlecht wird, der Fisch. Und dann habe ich hier noch einmal die Gemüsepfanne Sommergarten mitgenommen. Das fand ich auch lecker. Also ganz normales Standardgemüse. Ja, hier meinen durchweichten Vileda-Wischer. Die habe ich schon ultra lange gesucht und da waren 2 drin. Ich habe nämlich diesen Wischer, den gibt es irgendwie gefühlt gar nicht. Ja, und ich glaube bei Amazon
bei Amazonas, ich will mal Amazonas sagen, bei Amazon war das so teuer. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich den da gefunden habe, oder das da gefunden habe. Dann habe ich hier Kiwis mitgenommen. Ich liebe ja diese Zestri-Kiwis. Und da ist sogar ein Kiwi-Löffel mit dabei, was auch immer ein Kiwi-Löffel ist. Also man kann das natürlich auch mit einem normalen Löffel essen, aber das war jetzt so gut abgepackt. Also hier haben wir ein Messer zum Aufschneiden und ein Löffel. Ist wahrscheinlich ganz praktisch, kann ich mir sehr gut vorstellen für unterwegs. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit in die Schule gibt oder so, ist das natürlich super praktisch, wenn die Kinder das schon aufschneiden können. Also das ist immer eine gute Erfindung, finde ich. Weil ich wollte nämlich schon öfters Kiwis mitgeben, habe ich auch gemacht, aber dann habe ich die komplett geschält und dann halt so ein Stückchen geschnitten. Aber sowas würde ich zum Beispiel als Schulkind lieber essen. Also mit dem Löffel, weil ich mag das nicht so mit Finger und Uhr. Finde ich ganz komisch. Ja, so. Dann blinkt mein Akku, sehe ich gerade. Dann habe ich hier einmal Nudossi mitgenommen. Ohne Palmöl steht da extra drauf. Dorn-Drillinge. Ach, sind gar keine. Aber es sind auf jeden Fall Speisekartoffeln aus Deutschland. Und sie sind recht klein. Die mag ich ja mal total gerne. Dann muss ich mich beeilen, habe ich noch einen Granatapfel mitgenommen für meinen Freund. Der liebt den ja. Als kleinen Snack. Und dann so kleine Babybananen. Aber da sind schon zwei abgegangen, sehe ich gerade. Für Ella. Damit sie nicht mal so riesige Bananen ist, weil sie momentan echt schlecht ist. Aber das ist auch durch ihre Krankheit. Ja, habe ich die mitgenommen. Dann einmal Snackmöhren. Und dann gab es noch ein bayerisches Brot. Ein bayerisches Wiesenbrot. Ich liebe ja so überhaupt dieses bayerische Frühstück. Finde ich richtig lecker. So, das war's tatsächlich. Nein, ich habe mal einen Feta-Käse. Jetzt wechsle ich schnell meinen Akku und dann zeige ich euch den anderen restlichen Einkauf. So, ich hoffe, das geht so mit dem Licht. Etwas schwierig. Ich habe hier noch was gefunden und zwar war das noch in der Tüte. Das habe ich gar nicht gezeigt. Ich bin auf der Suche nach so einem Käse, den ich im Urlaub gegessen habe und da waren Walnüsse drauf. Walnusstorte heißt das. Und das hat mir eine liebe Zuschauerin geschickt bei Instagram. Und jetzt habe ich das gekauft. Das werde ich heute Abend natürlich gleich probieren, ob es tatsächlich so ist. Dann machen wir mal weiter mit den spannenderen Sachen. Ich habe mir jetzt vorgenommen dieses Jahr, dass ich meine Weihnachtsgeschenke schon etwas eher besorge oder bestelle. Und ich habe bei TK Maxx etwas entdeckt und zwar von Pepper Woods. Sind das so Themenwelten? Habe ich letztens schon eins gekauft, als sie so krank war, hat sie sich das ausgesucht. Und das war, glaube ich, so das Thema Schlafen mit Pepper. Und da gab es eine Lampe, eine Nachttischlampe, die hat auch geleuchtet. Total niedlich gemacht, auch wirklich hochwertig. Und das gibt es auch bei Amazon, habe ich geguckt. Und die kosten da, glaube ich, so zwischen 15 und 20 Euro. Und hier gibt es die aktuell für 6,99 €. Gibt es auch noch viel mehr Sachen. Also ich habe jetzt hier einmal mitgenommen, Peppers Geburtstagsfeier. Also welches Kind liebt nicht Pepper Woods? Also Felix und Ella lieben das total. Bei Elias gab es das, glaube ich, gerade nicht. Oder es ist gerade erst rausgekommen. Auf jeden Fall hat er das damals nicht so geschaut. Und, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, glaube nicht, nee. Und dann einmal hier noch Thema Badezimmer. Da gibt es sogar eine kleine Bürste, die da drauf liegt. Also richtig niedlich gemacht. Auch wirklich sehr, sehr hochwertig. Und das werde ich einmal wegpacken. Hat sie auch nicht mitbekommen, als ich das gekauft habe. Und dann habe ich noch von TK Maxx das hier mitgenommen, mein neuer Freund. Richtig cool für Halloween. Ich mag das ja nicht, wenn das so gruselig aussieht. Und deswegen habe ich da dieses Jahr auch nicht so viel gekauft. Aber den fand ich richtig freundlich. Der sieht richtig niedlich aus. Und da kann man entweder Süßigkeiten reinmachen oder auch eine Pflanze hier mit diesem kräusigen Zeug, was ich da im Wohnzimmer habe. Das sieht bestimmt richtig cool aus. Und zwar ein Duschbad. Ich wollte mal so ein riesiges Duschbad, weil mich das aufregt, diese 1000 Flaschen. Und es hat richtig gut gerochen. Und es ist sogar mit Scrub. Also das ist dann auch noch ein Peeling. Sehr gut. Freue ich mich sehr darüber. Gibt es natürlich 1000 andere Ausführungen. Ja. So, und dann war ich noch bei DM. Und bevor das weg ist, zeige ich euch das schnell. Ich habe das jetzt leider schon auf Instagram, was heißt leider, aber da schon gepostet. Weil jetzt das wahrscheinlich nicht mehr lange geben wird. Auf jeden Fall sind das so Bastelsets mit, ja, herbstlichen Motiven. Also hier haben wir einen Fuchs, ein Bär. Und das ist halt auch so 3D-mäßig gemacht. Und die Wolke, die sieht auch total niedlich aus. Ja, jetzt fokussiert es. Finde ich total niedlich. Und dann habe ich noch dieses hier. Da musste ich sogar zum anderen DM fahren, weil es das da nicht mehr gab. Obwohl ich da mal vorher online gucke und dann gab es das eigentlich noch. Aber es war wahrscheinlich dann doch weg. Und das sind auch Fensterbilder. Die sind, finde ich, auch super geeignet. So für kleinere Kinder, weil das eben schon vorgestanzt ist. Das heißt, sie brauchen jetzt nicht
super viel schneiden. Sie müssen natürlich trotzdem schneiden, also ich kann euch das immer zeigen und kleben, aber das Ergebnis ist dann eben schneller da, sodass sie dann ja das Ergebnis schneller sehen und trotzdem ihren Spaß dabei nicht verlieren. Ich denke, das kann ich auch mit Ella machen und vor allem mit Felix und mit Elias. Und dann können wir da die Fenster schön schmücken. Und dann habe ich noch einmal mir ein Duschbad geholt, weil ich hatte nämlich gar keins mehr und es riecht so schön frisch. Und ich mag das, wenn es am Morgen so, ja, so einen frische Kick gibt und man dann noch ein bisschen wacher ist nach solchen Nächten. So, das war das von DM. Und jetzt kommen wir zum Action Haul. Ist jetzt nicht super viel, aber es sind schon coole Sachen dabei, wie ich finde. Fangen wir an mit 100 Leckerlis. Die hat Ella mitgenommen für Emilia. Die verfüttert sie immer gerne an sie. Das hat sie das letzte Mal auch schon gemacht. Und da freut sie sich immer total. Hat sie auch die ganze Zeit mit rumgetragen. Dann hat sie sich noch diese Stifte hier ausgesucht. Und hier die Ecken schon abgepopelt. Sie wollte das aufmachen. So konnte ich das natürlich nicht mehr zurücklegen. Aber die sehen ja auch schön aus. Also so richtige Mädchenfarben. Das darf man ja nicht sagen. Aber es sind ja halt nun mal so schöne Farben, die sie sich eben ausgesucht hat. Ja, so. Und dann habe ich einmal Haribos mitgenommen für Halloween. Lecker, da sind richtig leckere Sachen dabei. Totenköpfe, Kürbisköpfe, Fledermäuse, Skelette. Ja, dann habe ich noch das hier entdeckt. Und zwar Weihnachts-Washi-Tapes. Ist das nicht cool? Ich liebe das ja und ich packe ja dann auch meine Geschenke damit immer gerne ein. Das sieht immer schön aus. Dann hat sie noch das Schneespray mit eingepackt. Das kaufe ich ja sowieso immer zeitig. Dann habe ich mir noch ein paar Red Bull Flaschen mitgenommen oder Büchsen. Besonders für heute Abend. Ich weiß, es ist nicht gesund, aber es ist lecker und es hilft. Und dann habe ich noch einmal diesen Rucksack hier mitgenommen für Ella. Die Farben werden hier total verfälscht. Also das ist so ein schönes Rosa und abgesetzt mit so einem Weinrot. Sieht richtig schön aus. Gab es auch noch mit Mint und Rosa, glaube ich. Und der ist eben, oder der ist ja, der ist größer als ihre anderen. Dann geht es weiter, dann habe ich einmal das hier noch mitgenommen und das hat sie sich ausgesucht. Sie liebt es ja so zu stickern und das einzukleben. Und das sind 4 Stickerrollen nur mit Pepper. Ich glaube 1,19 Euro hat das gekostet. Dann habe ich noch einmal das mitgenommen, Farb- und Schmutzfänger. Das mache ich auch mal mit in meine Wäsche oder nicht immer, aber oft. Und dann habe ich das hier gefunden, das finde ich richtig cool. Kennt ihr diese Wasserbücher? Also nicht Wasserbücher, aber da macht man den Stift Wasser rein und dann können die Kinder einfach über das Bild malen und dann entstehen da diese Farben. Das kann man immer und immer und immer wieder verwenden. Das sind die 4 Motive, die es gibt. Von Peppa Pig. Ja, und dann habe ich noch richtig coole Weihnachtsfenstersticker gefunden. Einmal diese hier. Die sehen richtig toll aus. 69 Cent haben die, glaube ich, gekostet. Und dann habe ich noch das hier. Und das hier, das ist so mit Aquarell. Und da hatte ich letztens mal bei Etsy geschaut. Da gab es auch sowas Ähnliches, auch mit Aquarell. Und das hat 25 Euro gekostet. 25 Euro. Das kann sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich nehme die ja dann immer jedes Jahr wieder. Und für die Kinder hatte ich aber mal so, naja, so altbackene. Und deswegen habe ich gedacht, oh, die sehen so schön aus. Die nehme ich mal mit. Klebe ich auf jeden Fall auch bei Ella rein und auch an ihren Spiegel. Und dann habe ich noch das hier entdeckt. Da habe ich mich ja so gefreut. Also diese, ich liebe ja so Glas sowieso, wie man wahrscheinlich schon mitbekommen hat. Und die sind auch noch beleuchtet. Also die sehen bestimmt toll aus. Soll ich die mal auspacken? Ich packe die mal aus. Ich hoffe, dass da Batterien drin sind. Und ich wollte unbedingt diesen einen Glaskürbis haben. Das habe ich euch schon mal erzählt. Der war so teuer. Und die haben jetzt, glaube ich, 6,99 Euro gekostet. Weiß habe ich gesehen. Also ich bin da natürlich recht schnell durchgerannt mit Ella, aber ich muss vorsichtig sein. Da ist natürlich noch nichts drin. Achso, das ist gar nicht Glas. Oder? Ich weiß nicht. Ups, doch. Doch, das hat sich jetzt so plastemäßig angefühlt durch diesen Deckel hier unten. Also so sehen die aus. Ich werde wahnsinnig. Wunderschön, wirklich wunderschön. Ich freue mich. Ja, das war meine Ausbeute. Jetzt geht's weiter mit dem Alltag. Viel Spaß dabei.
So, alles klar. Und dann wollte ich eigentlich meinem Freund noch das hier vorbeibringen, aber da war er gerade im Termin, sodass ich das wieder mit nach Hause genommen habe. Als Nervennahrung, ja. Ich muss das nachher mitnehmen, also morgen dann. Ich werde jetzt erstmal Elias und Felix die Haare schneiden. Das habe ich ja auch in Zeiten von Corona gemacht. Dann bin ich wieder zum Friseur gegangen. Jetzt sind sie aber irgendwie so lang gewohnt, dass ich dachte, ich mache das jetzt nochmal. Und kann euch ja mal dabei mitnehmen. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Jetzt brauche ich erstmal meine ganzen Utensilien, meine Schere. Oh, perfekt. Die liegt hier. Sicherlich mein Kind eben gehabt. Bastelt nämlich die ganze Zeit fleißig. Dann brauche ich noch den Aufsatz. Den nehme ich übrigens immer den Rasierer meines Freundes. Den nehme ich dafür immer. Natürlich sieht man da schon, dass ich das geschnitten habe. Ist jetzt nicht so dieser nahtlose Übergang, aber es gelingt mir mal mehr, mal weniger. Felix opfert sich. Man sieht meine Titten verloren. Alles liegt. Ja, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ich muss überlegen. Seiten, Konturenschnitt, von der Mitte zur Seite, runterschneiden, Übergang. Und das mit den, also mit den Hauptaufgaben, die ich manchmal, also die heute gemacht habe. Ja, die gucke ich mir noch an. Die habe ich noch nie gemacht. Die habe ich noch nie gemacht, ne? Ich habe jetzt 5 mm. Ach nee, ich mache doch lieber 6. Dann gucke ich mal. Gerade ausprobieren. Ah. Warte mal, mach mal so. Ja, mach mal. 5. Man muss sich jetzt konzentrieren, wie die Haare hübsch aussehen. Du musst deine Haare auch schneiden, was? Meine Haare? Ja. Ja, das kann ich aber nicht alleine. Da muss ich zum Friseur gehen, tatsächlich. Und dann sehe ich cool aus. Dann sehe ich cool aus? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch so. Cooler Service. Ja, Halloween. Ist bald. Ist im Winter eigentlich Halloween? Guck mal nach unten. Hochprofessionell. Mit viel Liebe arbeiten wir hier. In Los Angeles. Ja, das stimmt. Warst du immer zufrieden mit dem Haus mit deiner Mama? Habe ich das gut gemacht? Ja. Ja. Nein. Ja. Also. Hey, guck mal, wie meine Haare aussehen. Ja, guck mal geradeaus. Ich habe jetzt einmal nur hier so 5 mm hatte ich jetzt. Einmal hier so bin ich drumherum geradeaus gucken. Und dann bin ich hier, also praktisch hier so eine, ich denke mir in diese Linie, dann gehe ich hier hinten ein bisschen weiter runter. Und dann gehe ich wieder an der Seite hoch. So sieht es jetzt erstmal aus. Sieht eigentlich, man sieht noch nichts. Und jetzt mache ich den Konturenschnitt. Vielleicht ist es hier besser. Sieht man es vielleicht hier besser, falls das euch überhaupt interessiert. Ich bin ja kein Profi, aber ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Und setze ich mal hin. Jetzt versuche ich einmal nochmal hier die Kontur unten nochmal ein bisschen kürzer zu machen. Muss natürlich super auf Vorsicht sein, sonst hat man da eine Kante drin. Und das wollen wir ja nicht. So. Dann klopfen wir ein bisschen nach unten. Jetzt machen wir einmal ein Öhrchen. Was ist das? Ja. Ich dachte, das ist nicht das. So. Okay. Fix? Fertig? Nee. Kommt der gefährliche Part. Jetzt mache ich die Konturen. Ist nicht gefährlich. Aber jetzt musst du da, darfst du nicht so viel bewegen. Aber jetzt. Die Speicherkarte war voll. Also wir haben jetzt den Konturenschnitt gemacht. Wir sind hier nämlich im Friseursalon Maria. Und jetzt mache ich einmal die Haare nass. Und dann gehe ich mit der Schere ran. Und dazu brauche ich noch so einen Kamm. So, nett.
gelaufen. Wie bin ich gelaufen? So hier. Jetzt haben wir einmal die Haare nass gemacht und Model Felix sitzt bereit. Jetzt nehme ich das so hoch und dann suche ich mir hier eine Linie, also praktisch denke ich mir hier eine Linie in der Mitte des Kopfes. Kannst du mir so eine Linie hier so lang machen? Ne, das kann ich nicht. Achso, du meinst so, wo der Scheitel ist? Ja. Muss ich probieren. Und dann fange ich hier an, vorne mir eine Länge zu suchen und das schneide ich dann ab und an der orientiere ich mich dann, gehe dann lang hier hinten, immer bis hier hinter und dann mache ich das mit den Seiten. Dann gehe ich an den Seiten und am Übergang nehme ich dann so einen 90 Grad Winkel und dann schneide ich so lang runter. Das werde ich jetzt machen. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Und dann möchte Felix noch so einen Sidecut hier so. Ich hoffe, das habe ich aber noch nie gemacht. Also das weiß ich nicht, ob ich das überhaupt hinkriege, Felix. Der Kürbis guckt mich jetzt ganz total an. Den Kürbis. Also hier, so sieht es jetzt aus. Ich zeige es mal von nahem. So, Felix. Prima. Und dann kann ich hier vorne Gel reinmachen. Felix wollte eigentlich noch, dass ich ihm hier eine Zahl rein rasiere, aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und so eine Linie. Puh, schwierig. Wenn es schwierig ist, dann macht's nicht. Ich sauge gerade mein Kind ab. Und er findet es total schön. Ja, diese kleinen Haare, die krabbeln immer so. Ich kann mich bei euch, wenn ehrlich. Dreh dich einmal um. Das ist immer noch angenehm. Ja, bis jetzt. So, weiter mache ich nicht. Bing! Ja, ich habe ihm sogar eine Zahl reinrasiert und es sieht gut aus. Oh, also das ist einmal Elias. Haare, der hat so richtig kräftiges Haar. Das sieht immer so störrisch aus. Und da ist die 1. Ich hoffe, du bist zufrieden. Er hat es noch nicht gesehen. Komm mal her. Du musst mal so auf deine Hand legen. Mach's mal so auf deine Hand. Auf deine. Und dann musst du so wirklich mal. Und dann schnuppert sie das weg hier. So. Mama, willst du das lieber machen? Darf ich auch eins? Ich will ja eins. Es liegt auf dem Boden. Ja, sie isst ja noch. Ja, er liegt. So, ich bin jetzt hier gerade dabei, den Armbrusttisch zu decken. Ella sitzt schon in ihrem Stühlchen, hat eben schon Hustensaft bekommen, hat sich einen Joghurt gemopst. Aber ich bin froh, dass sie überhaupt isst, weil sie ja in letzter Zeit fast, also sehr wenig gegessen hat, als sie krank war. Und ich habe jetzt hier einmal die frischen Himbeeren hingestellt, dann noch so ein paar Reste, was ich noch gefunden hatte. Hier ist noch eine Antipasti-Platte, die hatte mein Freund mitgebracht. Und jetzt schnippeln wir mal das Brot. Ich habe hier übrigens vorhin echten Thymian aufgekocht. Als Tee, beziehungsweise als... Oh, das ist richtig stark. Das kann ich auf jeden Fall vermischen. Und dann kommt ja noch Honig dran. Und das muss ich auch noch machen. Das habe ich nämlich vergessen. Ja. Ich hoffe, ich kriege das hin. Also, Brot schneiden ist ja immer so eine Sache für sich. Man soll ja das immer so gleiten lassen. Oh, das geht tatsächlich besser. Anstatt das so... Ah, das sieht richtig gut aus. Freue ich mich schon. Ich hole immer meine Schale. Da sind noch Brötchen von gestern drin. Die sind aber... Na doch, die sind noch weich. Also die kann man schon noch essen. Und da lege ich das jetzt rein. Jetzt ist es gleich 6:45. Wir lassen das Brot gleiten, beziehungsweise die Klinge. Oh Mann. Habt ihr schon mal ein rundes Brot gegessen? Das sieht richtig... Ja? Wo bist du denn? Sieht richtig perfekt aus. Hallo. Hallo. Gleiten, Maria. Also da kommen aber nicht viele Scheiben raus. 1, 2, 3. Vier. Das grenzt gar nicht. Habe ich denn noch was für morgen? Jetzt müssen wir mal gucken. Also ich habe ja eigentlich mal was auf Vorrat eingefroren, aber das habe ich
ja jetzt schon rausgeholt. Das ist schon viel später, ich glaube, kurz vorm 9. Die Kinder liegen jetzt im Bett. Wir haben eben noch eine Folge Checker Tobi geguckt. Und ich werde jetzt einmal anfangen, meine Arbeit zu erledigen. Mit Red Bull. Und der Papa schläft heute mit Ella im Zimmer. Und ich gehe jetzt einmal zu den Kindern rein, an den Schreibtisch. Felix hatte, glaube ich, ein bisschen Angst, weil wir eben eine Folge Grusel und Angstcheck geguckt haben. Hat er sich selber ausgesucht und jetzt möchte er nicht alleine sein. Aber obwohl es gar nicht so gruselig war, aber natürlich ist es für so kleine Kinder wahrscheinlich doch nochmal was anderes. Also nicht wahrscheinlich, sondern es ist so. Aber es war trotzdem sehr cool gemacht. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle vom Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.